Die Familie von Queen Elizabeth II. Besitzt rund 324.000 Hektar Land. Das sind etwa 1,4% der Fläche des Vereinigten Königreichs. Die großen Ländereien der Königsfamilie könnten bald neu genutzt werden. Der Naturforscher Christopher Peckham fordert die Royals auf, ihre Grundstücke verwildern zu lassen. So könnten bald Bären und Wölfe die Flächen bewohnen. Doch von dieser Idee sind nicht alle begeistert. Der konservative Abgeordnete Marland kritisiert den Vorschlag und merkt an, dass der Plan nicht durchdacht sei. Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit Ihren Corgis aus Balmoral heraus und werden von einem Bären und einem Wolf konfrontiert. Mit dieser überspitzten Darstellung macht er deutlich, auf welch heikle Situation sich die Queen einstellen müsste. Doch Mitglieder der Königsfamilie wie Prinz William und Prinz Charles setzen sich bereits seit Jahren für die Umwelt ein. Daher scheint die Umsetzung der Idee, die Flächen verwildern zu lassen, nicht unrealistisch.